Hallo und herzlich willkommen zur Castle Flipper. My home is my castle. Das sagt man doch immer so schön. Und ja, in dem Zusammenhang habe ich mir gedacht, komm, machen wir doch mal hier unsere allerersten Schritte in diesem komischen Flipper-Spiel. House Flipper habe ich nie angefangen gehabt. Ich besitze es zwar in meiner Bibliothek, aber irgendwie hat mich das Ganze nie so gefixt, dass ich sage, ich will das unbedingt mal spielen. Steht auf meiner Bucketlist. Und da ich ja das ein oder andere Mittelalter-Event schon mal besucht habe und ich dem Thema so ein bisschen verhaftet bin, habe ich mir gedacht, komm, gönn dir doch mal im Angebot für ein paar Euro Castle Flipper. Ich kann es also nicht vergleichen mit House Flipper oder wie auch immer die ganzen Games so heißen. Und an dieser Stelle, hallo Triple, schön, dass du da bist. Ja, Castle Flipper, also wir, keine Ahnung, bauen uns irgendwie so langsam, ja, wir kämpfen uns durch die Gebäude der mittelalterlichen Lande. Wobei ich finde, die Tiere sind echt schön animiert, ne? Also da könnte man echt so ein bisschen mit Pfeil und Bogen mal kurz draufhalten. Aber gut, wir wollen ja mal hier ein neues Spiel. My Kingdom. Nee, das ist, irgendwie sowas? King Cider. Königreich erstellen. So schnell hat man ein Königreich. Triple, wie ist es dich? Hattest du nicht noch Urlaub? Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz rein hier. Castle Flipper. Erste Schritte. Was ihr hier vor euch seht, ist euer eigenes kleines Grundstück, das ihr von eurem Großvater geerbt habt. Es sieht vielleicht nach nichts aus, aber ich bin mir sicher, dass ihr es bald in ein mächtiges Königreich verwandeln werdet. Aber eins nach dem anderen, warum versucht ihr euch nicht an eurem ersten Auftrag? Haha, der Urlauber, schön! Cool, cool, cool. Ja, dann, ich drück mal Leertaste und dann schauen wir uns doch mal um. Grafisch finde ich das ja schon mal nicht schlecht, ne? Also bevor ich mir hier das mal alles so im Detail angucke, guck mal, was haben wir denn hier so? Ah, okay, wir können ganz normal mit WASD können wir gehen. Shift können wir laufen. Ganz schön hell hier. Ah, cool. Was ist das hier? Das Haus der Hexe? Aha, eine große Handbetrieb. Das ist ein Sägewerk. Ja, ich gehe besser wieder zurück. Ja, das denke ich mir auch. Ja, genau, Triple. Irgend sowas House Flipper im Mittelalter. Ein House Flipper habe ich zwar auf dem. In meiner Steam-Bibliothek, aber ich habe es nie wirklich gespielt. Und da mir das ein oder andere Mittelalter-Event dieses Jahr abhanden gekommen ist und letztes Jahr, habe ich mir gedacht, komm. Schaust du dir denn mal den ganzen Kram hier so an?
Und natürlich gehe ich nicht direkt zum schwarzen Brett, sondern guck mal, was hier so alles ist. Wo ist denn das Reh vom Anfang? Oder der Hase? Nicht, dass ich jagen gehen würde, aber ich würde mal gerne jagen gehen. Das sieht schon nicht schlecht aus, oder? Ah, ich gehe mal besser wieder zurück. So ein paar Blümchen. Oh, ich kann sogar in die Hocke gehen. Guck mal. Ich kann hüpfen. Schön. Läuft. Musik ist bis jetzt auch noch okay. Kann ich mich nicht beklagen. So, und das ist das, was unser werter Herr Großvater uns überlassen hat. Ja, läuft, wa? Ah, linke Maustaste, um zu putzen. Okay, das machen wir später. Ich gehe jetzt erstmal, ne? Jeder sollte natürlich bei sich zu Hause ein schwarzes Brett haben. Aushang. Dies ist ein Aushang. Schaut immer mal nach, um zu sehen, ob jemand eure Hilfe benötigt, damit ihr etwas Gold verdienen könnt. Wählt das gewünschte Angebot aus und drückt E, um es anzunehmen. Drückt Q, um die gewählten Aufträge zu sehen. Als ob ich mir das alles merken kann. Tab ist putzen. Aha. Kann ich irgendwie nicht. Kann das sein? Okay, wahrscheinlich muss ich irgendwo was finden. Okay, um zu lesen. Ein zerstörtes Lager. Unser Lager wurde von einer Windhose zerstört. Ja, so eine Windhose habe ich auch regelmäßig, ne? Gerade wenn ich Bodensuppe. Dann, okay. Die Bewohner konnten ihre fehlenden Dächer wieder aufbauen, aber die Zäune und Palisaden sind immer noch in der Gegend verstreut. Ein ganz schönes Durcheinander. Wenn die Feldarbeit nicht wäre, würden sie es selbst erledigen. Abgesehen von diesem Geizkragen Stojan haben alle Dorfbewohner etwas Geld gegeben, um einen Fachmann anzuheuern. Ihr müsst euch über eure Bezahlung also nicht sorgen. Der Amtsmann Thomas. Wen meinen die denn mit Fachmann? Ich hoffe doch nicht mich, weil... ja, ich bin, glaube ich, nicht so der beste Fachmann. Aber gut, ich soll 50 mal Unrat sammeln. Ich soll die Palisade reparieren, den Zaun reparieren, Lagerhaus und fällt den großen Bau. 1000 Gold gibt's dafür. Ja, nehmen wir an, oder? Ich drück mal Q. Zerstörtes Lager. Annehme. Okay, hier sind noch ein paar Rechtschreibfehler drin, aber gut. Ah, okay, verstehe. Also ich habe jetzt zu Hause gar keinen Handschlag getan. Ich habe mir gedacht, komm, ich gehe direkt mal in das Windhosenlager. Ja, Triple, das ist eine richtig gute Sache. Immer warten. Man muss sich so ein bisschen doof anstellen und irgendwann kommt einer, der kann's und der sagt sich dann, oh mein Gott, der stellt sich so doof an, ich mach das mal gerade. Aber gut, Castle Flipper. Willkommen. Ihr habt gerade euren ersten Auftrag begonnen. Um ihn abzuschließen, müsst ihr alle Aufgaben erfüllen und mindestens 80% des Unrats und der Schmutzflecken entfernen. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Hühnchen an hier, oder? Okay, ich kann... Okay, mit dem Hühnchen kann ich nichts machen. Okay, ich kann hier nur... Ja klar, so eine Tonne, die kann man einfach mal so mit einer Hand. Ich bin so eine Art Hulk. So, was haben wir hier? Leiter. Mit W und S könnt ihr euch an einer Leiter hinauf bzw. hinab bewegen. Drückt die Leertaste, um von der Leiter zu springen. Okay,
Okay, das machen wir später. Ich will jetzt erstmal, ich bin jetzt so ein bisschen der Putzfimmel, oder? Was steht hier? Reparieren. Hebt, um Gegenstände zu reparieren, ein Teil durch Drücken von E auf und platziert es anschließend an der richtigen Stelle. Achtet besonders darauf, welches Material ihr aufsammelt. Kleine Holzbretter eignen sich nur zur Reparatur von Zäunen. Macht ja ein bisschen Angst. Sinn. So. Ja, wir sind auf jeden Fall Hulk, ne? Schnappen wir uns da einfach mal hier so. Guck mal, wie. Oh. Oh. Oh, der dritte liegt ja gar nicht. Ach, da, warte. Guck mal, da können wir direkt das noch kurz hier. Putzenderweise können wir da mal gerade rüber. Ein Schwein? Ist das ein Hausschwein oder ist es eher ein Razorback? Warum kann ich mich denn hier nicht... Ah, ich muss hinhocken, weil ich gedruckt habe. Ey, Gott. Naja, die Felltextur ist eher so... Ne. Na gut. Da haben wir das schon mal erledigt. Wo wir gerade dabei sind, können wir hier noch ein bisschen Stroh einsammeln. Dann legen wir das nachher alles hier in dieses Häuschen, in die Ecke, das ganze Stroh. Und dann können wir da vielleicht einen Dokumentarfilm drehen. Was? Hack, hack! Wählt, um einen Baum zu fällen, die Tätigkeit Axt aus dem Kreismenü, Tab aus. Zielt dann auf den gewählten Gegenstand und drückt die linke Maustaste. Ach, guck mal, hier haben wir eine Axt jetzt. Hohoho. Ja, ich finde hier mal der Baum. Zwei. Ja, drei Schläge, Leute. Da geht das hier. Rucki-zucki. Wie kann ich den jetzt wieder wegmachen? Lass mal den... Achso, jetzt brauche ich doch nochmal die Axt. Verdammte Axt aber auch nochmal. Ja, genau so macht das ein Hulk, ne? Oder Thor oder was auch immer. Was muss ich jetzt mit dem machen? Die kullern hier Lucke. Gut, okay. Wie kann ich denn jetzt wieder die, die Hände frei nehmen, machen? Eieiei, hier hat aber echt jemand... Der Wirbelsturm hat ganz schön Sauerei gemacht hier, wa? Oh, warte, warte, hier. E, um zu lesen. Tagebuch. Liebes Tagebuch, heute bin ich seit genau 4 Jahren in diesem Dorf. Die Menschen wissen immer noch nicht, dass ich sprechen kann. Von Lesen und Schreiben ganz zu schweigen. Würde ich etwas sagen, würden sie vermutlich nicht verstehen. Ich versuche immer noch, meine Maschine zu reparieren, benötige dafür aber kalaxianische Kristalle. Man kennt sie. Jeder hat sie in seinem Keller liegen. Kalaxianische Kristalle. Und sein Radar, also zeigt mir in der Nähe keine an. Natürlich nicht. Hier ist auch kein Keller. Gut, dass ich wenigstens das Radar reparieren konnte. Ich kann die Maschine nicht unbemerkt bewegen, weshalb mir wohl nichts anderes bleibt, als sie gut zu vergraben und umherzuwandern, um die Kristalle zu finden. Ich bin froh, dass die Menschen mich hier ohne Probleme aufgenommen haben. Abschied wird schwierig sein, aber ich muss zurück. Gut, hier haben sie aber einen Rechtschreibfehler drin, ne? Verlasse, da fehlt noch immer das N. Bin mal gespannt, ob sie das noch beim nächsten Patch irgendwie fixen. Aber erstmal, finde ich, sollten wir hier mal ein bisschen aufräumen, ne? Putzen. Putzen, was das Zeug hält. Ich gehe gleich mal dahin. Ich mache jetzt erstmal hier ein bisschen... Bisschen Vigor. Stroh.
tun wir den ganzen Kram eigentlich hin? Aha, jetzt habe ich... Ah, guck mal hier. Hier kommen so ein paar Bretter hin. Zwei Stück noch. Schwupp. Man kennt es ja, ne? Man nimmt ein Brett einfach mal so zur Hand. Dann geht man an den Zaun und dann schmeißt man das Brett quasi mit ein bisschen Schwung so. Zack, an den Zaun und dann klebt das da fest. Das sind die sogenannten Magnetbretter. Oh, ich soll den Zaun reparieren. Es ist noch mehr. Ach, da hinten sind noch eins, zwei, drei. Mindestens vier Brettchen. Na gut. Dann wollen wir mal. Das ist Eisenholz. Das ist sehr stabil. Kann man auch von anderen Seite dagegen schmeißen. Und ich habe mir gedacht, ich fange heute mal mit was Entspanntem an hier. Zack. Ich kann auch von da drunter, das ist aber schön. Ich war ja gestern noch mit meinem Köter beim Tierarzt und ich putze das mal kurz. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir heute noch mal was Entspanntes. So, Unrat haben wir aufgeräumt. Oh, wir haben geputzt schon, perfekt. Wir haben den Zaun repariert, wir haben das Lagerhaus repariert, wir haben fällt den großen Baum. Ich habe doch den großen Baum gefällt oder nicht? Oder muss ich das jetzt erst noch hier? Ah, muss ich noch wegputzen? Ich habe doch einen Baum gefällt, muss ich noch einen? Schwingen wir mal nochmal die Axt hier. Zack, zack, zack. Plopp, Bäumchen weg. Schön klein gehackt. Jetzt weiß ich wieder nicht, wie ich... Jetzt habe ich Bäume gefällt. Palisade soll ich reparieren. Komm, wir nehmen hier einfach mal, zack. Und hier soll ich dann, glaube ich, mit W die Leiter hoch. Man kommt hier. Nicht, dass da noch jemand runterfällt. Das wäre ja gefährlich, ne? Was passiert denn, wenn ich hier runterfalle? Ah, nix. Gut. Also macht das bitte zu Hause nicht nach, aber hier kann man wohl runterfallen. Ich gehe mal drei Schritte schneller. Zack. Achso, wir können ja dann hier direkt quasi... Upsi. Auf das Schwein fallen. Ach, guck mal. Das beschleunigt die Sache natürlich ungemein. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, was sagt denn... Was sagt denn... Wahrscheinlich müssen wir auf der anderen Seite mal kurz hoch und da noch die Palisade fix richten. Großes, wirkliches Schloss bekommen, weil das hier ist ja echt noch überschaubar. Da fehlt noch eins. Hui! Kann ich eigentlich auch mehrere aufnehmen? Oh ja, guck mal.
Das hätten wir vielleicht mal von Anfang an machen sollen, wa? Aber da seht ihr wieder, ich bin Fachmann, ne? Und der Fachmann nimmt jedes Holz einzeln. Ich wusste nicht, dass ich Hulk bin. So, ich soll noch den großen Baum fällen. Truhen, zwei Notizen. Ah, hier sind noch drei Notizen, die ich finden muss. Warte. Eine Notiz war hier. Notizleckereien. Eine Tasse Sauermehl. Die Scheune des Schmieds ist voll damit. Zwei Tassen normales Mehl. Eine Tasse kristallklares Wasser. Verunreinigtes Wasser tut es auch, führt aber zu Klumpen. Mischen und backen, bis es golden gefärbt ist und gut riecht. Dies sollte ausreichen, bis ich eine Stadt finde, in der ich meine Vorräte aufstocken kann. Aha. Kann ich die Sachen wieder irgendwo hinweglegen? Oder trage ich jetzt diese Holzdinger einfach die ganze Zeit durch die Gegend? Ich kann nur aufsammeln. Nun denn. Kriechen. Manchmal stoßt ihr auf eingestürzte oder schwer zugängliche Bereiche. Drückt Steuerung links, um zu kriechen. Okay. Habe ich gerafft. Schätze. Beim Erkunden der Welt lohnt es sich auch, einen Blick in die kleinsten Ecken zu werfen. An vielen Orten sind Kisten oder andere Wertsachen versteckt und warten nur darauf, gefunden zu werden. Erbaut euer Vermögen aus und schaltet durch Sammeln dieser Kisten neue Gegenstände frei. Okay. Ah, 1000 Gold. Einfach mal so in der Kiste. Mich stören so ein bisschen die Bretter hier. Kann ich die nicht einfach irgendwo... Okay, es soll doch irgendwo eine Truhe hier versteckt sein. Und noch zwei Notizen. Und ich habe doch Bäume gefällt. Haben wir noch... Ach so, ich muss... Ah, guck mal. Ich muss den Baum nicht nur fällen, ich muss auch noch die Reste hier zerstören. Okay. Ich bleibe noch ein bisschen, weil ich möchte ja eigentlich noch zwei Notizen und noch eine Truhe finden. Hat irgendjemand eine Truhe gesehen? Ah, hier ist noch eine Notiz. Guck mal hier. Magische Buchstaben. Steuern. Ach der, das war doch der Sack, der nicht bezahlen wollte, ne? Da ich ein Zauberer bin, mache ich mich vielleicht verständlicher, wenn ich es buchstabiere. Ich brauche G-O-L-D. Ich werde keinen Zauber wirken, bevor ihr mir nicht bezahlt habt, vorab. Es ist nicht so, als hätte ich Angst, dass ihr ohne zu zahlen verschwindet. In dem Fall würde ich euch im Handumdrehen aufspüren. Es ist lediglich eine Sache von Prinzipientreue, ohne Wenn und Aber. Außerdem möchte ich sicherstellen, dass ich für meine Mühen entlohnt werde, auch wenn etwas schief laufen sollte. Natürlich. Angenommen, das ganze Dorf wird vollständig ausradiert. Was dann? Wisst ihr, wie viel ein Zauberturm im Unterhalt kostet? Nee, ich habe gerade keinen, deswegen... Ihr habt ja meinen ja gesehen, könnt euch den Rest denken. Ich muss einen gewissen Standard... Ich muss... einem gewissen Standard gerecht werden. Das mit der Windhose ist kein Problem. Ich habe allerdings keine Kontrolle darüber, wo all die Trümmer landen werden. Das solltet ihr im Hinterkopf behalten, da ihr ja Amtmann werden wollt. Ach du meine Güte, was hat er denn hier alles geschrieben? Schließlich wird es eure Aufgabe sein, die Stadt wieder aufzubauen. Na toll! Übrigens, denkt ihr, dass die beste Art ist, Macht zu erlangen? Ihr wisst schon, dass ich ein Zauberer bin und alles tun kann, was ihr wünscht, gegen Bezahlung natürlich. Ich kann die Leute euch hassen oder lieben lassen. Aber ihr seid mein Kunde. Was weiß ich schon? Es ist vermutlich nur eure Wunschvorstellung. PS, ihr könnt ihr überhaupt lesen? Verdammt, das habe ich anfangs gar nicht bedacht. Wir besprachen den Auftrag immerhin. Zuerst im Wirtshaus. Vielleicht male ich euch, was ich von euch will. Vielleicht besser so.
Mit Grüßen. Ja, toll. Der ist ja, scheint ja ein netter Kerl zu sein, wa? Jetzt suchen wir noch eine Notiz und noch eine Truhe. Tja, danach ist Ruhe in der Truhe. Ich soll in der hinterletzten Ecke gucken, ne? Okay, vielleicht ist ja hier was drin. Nee, schade. Hat irgendjemand eine Truhe gesehen? Hallo. Oder halt. Ich habe gedacht, ich könnte mit dem... Na gut, ich habe gedacht, ich könnte das Schwein erlegen. Aber kann ich nicht. Ah, warten Sie. Wir waren ja noch gar nicht ganz da oben, ne? Kann man ganz da hoch? Upsi, hier nicht. Hier ist auch keine Leiter. Hier komme ich nicht durch. Hier komme ich nicht durch. Ich fühle mich ein wenig gefangen. Oh, ich glaube... Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich hüpfe mal kurz hier runter. Und hinten wieder hoch. Schwuppdiwupp. Der Thomas! Hoho, ich grüße dich, mein Bester. Ich habe den Hammer in der Hand. Zerstören, Welt! Um einen Gegenstand zu zerstören, die Tätigkeit Zerstören aus dem Kreismenü aus. Zielt denn auf den gewählten Gegenstand und drückt die linke Maustaste. Das hatten wir doch eben schon mal. Jetzt muss ich wieder den Hammer auswählen, weil ich ihn schon eben in der Hand hatte. Da bam! Da ist unsere Truhe. Gold. Ich liebe Gold. Oh, und hier ist unser letzter Zettel. Guck mal. Treibstoff. Ein Eimer klares Wasser. Eine Handvoll. Rote Steinasche, trockene schwarze Erde, kalaxianischer Kristall. Dies sollte reichen, um meine Maschine anzutreiben. Naja. Ja, dann haben wir doch alles erledigt hier, ne? Guck mal, wir haben Unrat, repariert die Palisaden, einen Zaun, Lagerhaus und Baum gefällt. Wuhu! Escape, zurück zum Haus. Zurück zum Haus. Nee, wir wollen. Wo muss ich denn hinklicken, dass ich das jetzt hier, die Mission beende? Ich wollte Hühnermatsch machen, aber gut. Geht halt nicht. Escape. Zurück zum Haus. Zurück zum Hauptmenü. Weiter. Weiter. Zurück zum Haus. Seid ihr sicher, das Spiel beenden wollt? Nee, ich will das Spiel nicht beenden. Ich will ja eigentlich nur die Mission beenden. Oder heißt, haben die das hier einfach nur falsch beschrieben? Tatsächlich. Ich habe gar nicht das Spiel beendet, ich habe nur die Mission beendet. Hey, da habt ihr mal super eine Übersetzung gemacht, Leute. So, derzeit habe ich keine Aufgaben. Das ist leider wahr. Was für ein Durcheinander. Ihr habt eure erste Aufgabe erledigt. Nun könnt ihr euch um euren eigenen Hinterhof kümmern.
drückt Tab, um die Tätigkeiten anzuzeigen, findet die Aktivität Putzen und wählt sie aus. Haltet die linke Maustaste gedrückt, um die Schmutzflecken zu entfernen. Ja, alles klar, gehen wir hin. Press T. Oh, ich habe einen Talentbaum. Ich habe einen Fähigkeitspunkt. Der ist doch gesperrt. Auge des Verwalters hebt für kurze Zeit alle Abfälle und Schmutzflecken in der Nähe des Spielers hervor. Ja, das wollen wir doch mal direkt, ne? Siebter Sinn. Manchmal wirken die Dinge auf den ersten Blick etwas chaotisch und ihr müsst euch konzentrieren, um die Aufgabe zu erledigen. Drückt Z, um den siebten Sinn zu verwenden, der allen Unrat und alle Schmutzflecken in eurer Nähe aufleuchten lässt. Wow. Ja, dann, ich fange mal an. Also dafür, dass es Castle Flipper heißt, ich habe noch kein Schloss oder irgendwas in der Nähe oder Ähnliches. Wir wollen das. Warum liegt denn hier Stroh? So, was muss ich denn, wie viel muss ich denn hier aufsammeln? Was sagt denn hier mein, ach du meine Güte. Weg, weg, braucht kein Mensch so eine Bank. Auch hier dieser komische Weg. Ist das Blut? Aber Triple, das ist gut. Guck mal, mit dem Vorschlag kann man große Sachen einfach kaputt hauen. Das kann ich. Wie kann ich das denn jetzt wieder aufsammeln? Putzen? Obwohl wir gerade den Besen in der Hand haben. Ich reibe das Blut einfach mal in die Erde ein. Dann wächst da nachher auch wieder was. Das geht, wenn man einfach nur so drauf hält, geht es langsam, aber wenn man es hin und her bewegt, dann ist das schneller. Aha. Kann ich ja da ein paar Tulpenzwiebeln einsetzen. Das hier unsere Holland Walk. Habe ich noch irgendwas, was ich hier... Nee? Achso, ich soll das Haus zerstören. Fott! Er braucht hier schon dieses komische, morsche, kaputte Holz. Das ist ja. Sehr schön. Oh, hier. Ich habe ja was. Man kennt es. Das schwarze Brett zu Hause. Ich sollte mir vielleicht sowas auch mal hier hinhängen. Vielleicht. Braucht euch. Natürlich mein Königreich. Ich bin so quasi der Inkognito-König. Und man kennt es ja, ne? Aus jedem guten Spielfilm, der König baut sich erstmal im Schweiße seines Angesichts seine eigene Burg selber. Okay. Euer Königreich braucht euch. Freiwillige für das Errichten von Maschinen dringend gesucht. Seid ihr der Leibeigenschaft überdrüssig, könnt ihr nicht so schnell hacken wie der Rest eurer Familie. Oder habt ihr euch mit den Herrschenden angelegt und müsst eine Weile untertauchen? Dann verschwendet euer Leben nicht länger und tretet der Armee bei, um Maschinenbauer, Kasernenverwalter zu werden. Bei dieser lohnenden Beschäftigung könnt ihr eure technischen Fähigkeiten aufpolieren. Während unsere wackere Infanterie im Namen unseres wunderschönen Königreichs andere Königreichstore erstürmt. PS, ja, ja, Gold bekommt ihr auch. So, unsere Aufgaben werden sein, baut eine Blinde. Taube könnte ich eher bauen, aber Blinde habe ich noch nie gebaut. Mal gucken. Legt euer Werkzeug in die Werkzeugkiste. Okay, ich soll Unrat und Schmutzflecken entfernen. Na gut. Was auch immer eine Blinde ist. Finde ich gut, dass man jemanden sucht, der eigentlich nichts kann.
Und wenn er ein bisschen was kann, dann kann er sein Wissen wieder auffrischen. Das Ganze bei der Armee. Triple, das erinnert mich wirklich an die Bundeswehr. okay, nehmen wir natürlich an. Ne? Also das wollen wir mal hier. Zerstörtes Lager haben wir erledigt. Ah, okay, dann reicht. Okay, dann zack. Oh, ich glaube, ich weiß, was eine Binde ist. Nur so eine Idee. Also ich finde ja so drei große, schwere Holz, das ist ja, das geht ja ruckzuck. Das ist ja hier, ne? Ich bin ja hier wirklich der Hulk. Was kann ich denn mit der Fackel? Oh. Ich kann jetzt auch im Dunkeln arbeiten. Wie praktisch. Haben wir vielleicht noch irgendwo ein Stück Holz rumliegen? Hallo? Gut, also ne, wenn es irgendwie dunkel wird, dann können wir hier mal ein bisschen. Es gibt keine Truhen hier. Ach, das ist aber doof. Das sieht so aus, als wäre da jemand versteckt. Toter Körper. Ah, hier, guck mal, hier haben wir noch zwei. Die nehme ich mal kurz mit. Und schmeiß die mal mit Schmackes hier. Einfach hier mal so dran. Sollen wir mal ins Haus gehen? Kann die irgendwie... Oh, hier, ein Brief. Kommandant! Ein ernsthaftes Lob ist immer eine gute Einleitung. Lasst mich euch meine Bewunderung vor euren erfolgreichen Kristallraubzug zum Ausdruck bringen. Lexikalischer Fehler, falsches Wort. Okay. Er hat unseren Zauberern ermöglicht, die feindlichen Truppen endgültig zu besiegen. Im Übrigen tut mir der Verlust von Babysitter sehr leid. Sie war militärisch äußerst wertvoll und eine tolle Agentin. Ja, die war auch in anderen Bereichen toll. Link zu OnlyFans. okay, deshalb kontaktiere ich euch allerdings nicht, Kommandant Bean. Ich schreibe euch, da mein geliebter Sohn bald ins Mannesalter kommt. Ich würde ihn deshalb gerne mit einem eigenen Herrschaftsbereich ehren. Aber Lord Kraft, der den geeignetsten Palast für diese Zwecke besitzt, will von dessen Verkauf nichts wissen. Es gibt auf der Insel unzählige Besitztümer. Ich betrachte Lord Krafts Antwort aber als Kränkung. Weshalb ich gedenke, die Ländereien auf traditionellere Weise zu beschaffen. Oh, der ist mir sehr sympathisch. Hallo, ich will das kaufen. Nee, geht nicht. Ja, dann hau ich dir auf die Nase und nehme es mir dann einfach mal, ne? Cool. Übrigens, ach schade, dass Agentin Babysitter weg ist, weil die könnte sich ja um den geliebten Sohn ja auch mal bemandeln. Okay. Ich hielte Diplomatie und Handel schon immer für eine List jener, die feige sind. Kommandant Bean, ich befehle euch, eure Truppen zu sammeln und nach Bedarf weitere zu mobilisieren. Da Kraft nicht mit unserem Besuch rechnet, sollte das Stürmen des Palastes nicht schwer werden. Ergebenst Earl Regus. Ja, der Earl, der ist ja mal ein netter Kerl, wa? Ist das hier Werkzeug? Sieht so aus, aber ist nicht irgendwie. Ich putze einfach mal ein bisschen. Ach, guck mal. Das soll ich da irgendwo hin tun, ne? In irgendeine Kiste. Wo ist denn die Werkzeugkiste? Werkzeugkiste. Ja, ich glaube, das ist eine Werkzeugkiste. Guck mal. Das ist der berühmte Holzhammer von der Holzhammer-Methode. Ich schmeiß mal gerade den Kram da rein. Oh, hier sind weitere Briefe. Ich putz mal kurz. Dann lesen wir uns gleich die Post durch. Ich weiß gar nicht, darf ich das eigentlich lesen? Wegen dem Briefgeheimnis und so.
irgendwie erinnern mich diese komischen Dinger hier an Basic Instinct. Aber gut, dann lesen wir den nächsten Brief. Werter. Werter Earl Regus. Earl Regus. Da fehlt ein A. Oh mein Gott, habt ihr hier Fehler drin. Vielen Dank für eure freundlichen Worte, Sir. Ich möchte meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Ihr seid der Edelste unter den Edelleuten. Ah ja, gut, wir sind ja im Mittelalter und da konnten wir ja alle nicht so wirklich lesen und schreiben. Und deswegen ist das ja, ne? Servus, Leutnant. Ich denke, ihr seid der Einzige an diesem gottverlassenen Ort, der lesen kann. Verneint es nicht, ich habe euch diese Aushänge lesen gesehen. Vermutlich könnt ihr jedoch nicht schreiben. Versucht wenigstens einmal nützlich zu sein und beschafft mir jemanden, der einen anständigen Brief schreiben kann. Ich würde es selbst tun, habe aber für solch törichte Dinge keine Zeit. CB. CB ist übrigens die Abkürzung für Kevin Blasius. Und er kann ja noch nicht mal seinen eigenen Namen schreiben, deswegen mit C. Gut, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben noch die Schmutzflecken, die wir irgendwie... Wo sind denn die Schmutzflecken? Komm, wir nehmen hier mal die ganzen Kladderer... Ach, ich kann nur drei. Ich bin also nur ein kleiner Hulk und kein großer. Na gut. Dann bauen wir hier das Ding mal gerade fertig. Heißt das echt Binde? Oh, ich glaube, ich weiß, wo die Schmutzflecken sind. Ganz unauffällig. Ich putze den mal kurz. Der ist ja fast gar nicht aufgefallen. Und hier ist, glaube ich, auch noch einer an der Wand. Da machen wir mal kurz. Schwuppdiwupp. Weg damit. Habe ich noch vielleicht eine außen? Egal, wir bauen jetzt erstmal hier dieses komische Steinwurfgerät fertig. Denn mit dieser Binde ist alles nur ein Steinwurf weit entfernt. Wir sind ja richtig flott hier. Ich glaube, wir brauchen das gar nicht, dass wir irgendwie nachts irgendwas... Ja, dass wir hier rumfackeln. Fackeln wir doch gar nicht lange. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich noch? Ich muss noch die Binde bauen. Ich musste nur zwei Flecken wegmachen. Ich dachte drei. Eifer bipscht, habe ich mir das falsch gemerkt. So. Mission erfüllt. Zurück zum Haus. Erledigt. Zart beseiteten. Gut. Ach, guck mal. Also wenn wir in dem Tempo weiterspielen, dann wird es, glaube ich, ein paar Jahre dauern, bis wir hier mal ein Schloss oder so stehen haben, ne? Weil im Moment mache ich ja hier nur so komische Lakaiaufgaben hier. Nein, Aufgabe, ich habe hier was gekriegt. Baue ein kleines Haus. Ich höre, interessiert ihr euch für das Bauhandwerk? Vielleicht möchtet ihr etwas lernen? Ich habe einen kleinen Auftrag zu erledigen. Begebt euch zum Stadtrand, wenn ihr uns helfen und etwas dazu lernen wollt. Natürlich soll es euer Schaden nicht sein. Ja, dann, nein, alles gut. Ich habe halt oft. Es heißt halt Castle Flipper. Ich möchte ich möchte Castle haben. Und noch habe ich gar nichts. Aber wir sollen. Jetzt baut euer erstes Haus. Fundament, Dächer, Türen. Das Aussehen des Hauses verändern. Und wir sollen das Haus einrichten. Ja, machen wir doch mal. Komm. Wo soll ich das machen? Am Stadtrand war das hier hin. Ja, oder?
Das sind Kühe. Guck mal, der Landwirtschaftssimulator ist auch hier. Oh. Wenn wir jetzt noch... Kann ich hier durchgehen? Nein, kann ich nicht. Wenn wir jetzt noch angeln können, ne? Ich werde übrigens fürs nächste Mal gucken, ob ich dieses Spiel hier mit Reshade noch ein bisschen hübscher machen kann. Aber erstmal ist das hier der Stadtrand. Das sind die Kühe. Oh Mann! Oh Mann, oh Mann! Achso, ich muss jetzt hier wieder. Achso, was ist denn mit dem Talentbaum? Hab ich. Oh, guck mal, ich hab. Ihr könnt einen weiteren Gegenstand tragen. Da brauchen wir zwei Talentpunkte für, oder? Wir machen... Was ist das denn hier? Verhandlungsgenie. Die Preise aller Gegenstände sind 10% günstiger. Kompass. Der Kompass zeigt Objekte an, die ihr reparieren müsst. Nö, ich finde einfach mal mehr tragen, finde ich interessanter, oder? Ich hätte... Na, okay. Ja, nee, das machen wir einfach. Da können wir nämlich jetzt hier richtig schön... Achso, ich war das... Was war ja hier? Ich muss da ja den Auftrag... Bau ein kleines Haus annehmen. Jetzt komme ich ja dahin mit dem... Ah, ja, schön. Hallo, Dorfbewohner. Ich bin euer nächster König. Bauen. Nun werdet ihr lernen, wie man Dinge baut. Das ist eine sehr nützliche Fähigkeit, um euer Königreich aufzubauen. Natürlich. Geht zu dem grünen Geist und befolgt die angezeigten Hinweise. Guck mal, Castle. Das ist übrigens eine sehr coole Fernsehserie, Castle. Das ist doch mal das. Ja, hallo. Da darf ich vorstellen, meine zukünftige Foto. Ach, das ist schön. Das ist voll süß hier, ne? Schade, ich kann nicht in die Gebäude rein. Also nicht, dass ich jetzt direkt hier wohnen würde wollen, aber schon ganz, ganz knuffig. So, für das Inventar, natürlich. Schlafgym. Das heißt, wir haben das Dach gebaut. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Fenster. Fenster da, da und da hinten. Genau.
Pizzaläden aufmachen. Wie schön. Ich mach mal zu wegen der Stabilität, weil wir müssen jetzt erstmal noch eine Tür einsetzen. So. Das ist natürlich jetzt das perfekte Haus. So will man leben. Das ist für Leute, die kein Problem mit Privatsphäre haben. Oder fehlender Privatsphäre. Tab soll ich drücken. Verändern. Auswählen, das Aussehen von Gebäuden und Objekten zu verändern. Okay, ich kann es entweder abzerstören oder ich kann es verändern. Ich will es verändern. Ah, okay. Und zwar, was möchte ich denn? Putz, Holz, Stein, Latterstein. Holz, oder? Putz. Nee, hier. Ah, ich soll Holz nehmen. Natürlich, so macht man das. Man hämmert einmal ganz kurz. Ich kenne das, das reparieren, sag ich schon. So gestalten wir gerade den neuen Race Room am Nürburgring. Da gehen wir einmal kurz mit dem Hammer hin, klicken da drauf und dann ist der komplett in Ordnung. Zack. Zack. Achso, ich soll das Haus sehen verändern. Guck mal, ich habe hier oben noch. Das macht man auch alles ohne Leiter. Ich bin ja groß. Zack. Zack. Ach, guck mal, mein Holz geht auch zurück. Ne? Ich habe da oben hab ich ja 7065 Gold. Ich bin ja schon fast reich. Ich habe keinen Stein, aber ich habe noch 88 Bretter. Achso, jetzt muss ich hier mal. Ich glaube, ich muss mal einen Boden machen, ne? Macht ja Sinn, weil sonst fällt man ja ohne. Möbel öffnet, um Möbel einzufügen. Eure Ausrüstung durchdrücken von Inventarschlüssel und wählt den gewünschten Möbeltypus. Drückt auf das Symbol, um Möbel zu platzieren. Ihr könnt eure eigenen Set mit dem von euch am häufigsten verwendeten Möbeln erstellen. Klickt dazu auf ein Symbol und ja, und da war das natürlich doof. Dann wollen wir mal kurz hier. Und wir wollen ins Schlafgemach, aber wir wollen jetzt erstmal nach dem Bett gucken. Und da machen wir hier dieses einfach günstige. Das. Zack. Und wie man das im Mittelalter kennt, ne, man hat ein Holzbett einfach nur mit. Da schläft man drauf. Das ist total gesund. Dann liegt man nämlich nicht. War nicht schlecht. So, Wandschränke. Hier so einer, oder? Nee. Was war denn hier für ein komisches? Oh, mal das hier. Was ist das hier für ein komischer Schrank? Nee, Schrank war aber ein Schrank. Badezimmer. Ah, nee, wir können im Moment nur die beiden Sachen aussuchen. Das ist aber nicht der Schrank, der hier angezeigt ist. Ist das der richtige Schrank oder ist das der falsche Schrank? Die haben halt alle keine Türen, ne? Küche und Badezimmer ist ausgegraut. Gebäude haben wir gebaut. Ja, dann. Ich würde mal sagen, wir machen das hier. Wir müssen es ja sparsam machen. Ach nein, müssen wir gar nicht. Wir haben ja noch Gold.
Ich mach mal hier den. Mission erfüllt. Sollen wir noch mal was bleiben und nur so ein bisschen was umgucken? Ja, ne? Es sind noch zwei Truhen zu finden. Ich lass mal kurz, es ist ja ein neues Haus. Ich lass hier mal ein bisschen Luft rein. Ja, ihr kennt das, also Holz und Farbe und so. Ja, das muss ja alles ordentlich durchgeführt werden. Also ich finde dieses Bett ohne Matratze oder Stroh drin. Naja. Ist jetzt nicht, wo ich sage, nicht unbedingt drin. Truhe. Wo haben wir denn eine Truhe? Kann ich denn? Nee, kann ich nicht. Wenn ich eine Truhe wäre, wo würde ich mich verstecken? Im Brunnen? Nein, nicht. Ich finde, man sollte auch immer bewaffnet durch. Um die Häuser. Komm, wir müssen um die Häuser ziehen. Wenn ich eine von zwei Truhen wäre, würde ich mich verstecken. Im Heu. Ich habe gedacht dahinter, aber ist nicht. Heu und Stroh. Fiddledi, fiddledi. Eine Truhe, natürlich. Piraten verstecken immer am Strand. 1000 Gold. Für 100 Pfund. Wir könnten angeln. Was ist das denn? Planet Fishing. Versehen von der Burgmauer gefallen ist. Ich dachte, ich könnte vielleicht da drauf bauen und die Burg hier aber. Ist ja nicht so sehr willkommen hier, ne? Also mit der alle Türen zu und verrammelt und alles hier. Wenn ich alles für 1000 Gold mache. Guck mal hier überall rum. Okay, hier kann ich nicht weiter. So, wenn ich eine Truhe wäre, würde ich mich Dorf verstecken. Natürlich, hier. Na toll, 500. Na gut. Dann haben wir jetzt alles erledigt, wa? Oh, was ist das?
ein Haus. Er baut ein Haus, Fundament, Dächer, Türen und das Haus sehen verändern. Dann wollen wir doch mal hier in den Talentbaum reinschauen. Ich habe nämlich einen. Das heißt, wir könnten die Preise aller Gegenstände senken und Objekte an, die man reparieren muss. Ne, ich glaube dann lieber Preis senken. Ne? Finde ich interessanter. Wo bauen wir das denn hin? Sollen wir hier in der Ecke anfangen und dann darüber bauen? Oder einfach mittendrin? So, wären wir hier. Hier und hier oder so, oder? Komm, wir bauen das jetzt einfach da hin. Dahin, da und da. So, jetzt haben wir schon unser Fundament gelegt. Das Witzige, ich soll vier Dächer bauen, eine Tür und das Aussehen. Aber ich muss ja erstmal hier, Also ich würde sagen, die Tür machen wir hier vorne dahin. Weil dann können wir nämlich raus und direkt am schwarzen Brett gucken, was Phase ist. Und ich finde, wir sollten auch hier vorne was mit Fenster haben. Einfach nur wegen der frischen Luft. Und hier hinten machen wir auch was mit Fenster. Falls das nämlich unser Schlafgemach wird und wir pupen müssen, dann können wir da mal schön Durchzug machen. So, und dann machen wir da noch und bauen hier eine ganz normale Wand hin. Zack. Das sieht doch schon mal so nicht verkehrt aus, oder? Dann schmeißen wir da mal ein Dach drauf. Machen wir sowas oder machen wir... Ne, wir machen sowas. Und wichtig ist, dass das nach der Seite so, damit das Wasser abläuft und uns nicht auf die Nase läuft, wenn wir rausgehen. Das. Das ist ja super, dass ich hier Architekt spiele, wo ich eigentlich gar keine Ahnung von habe. So, Dach ist erledigt. Dann schmeißen wir hier noch eine kleine Haustür rein. Was haben wir denn? Wir haben überhaupt gar kein Eisen oder sowas, ne? Ja, komm, wir machen Karo einfach Haustür rein. Glücklich sein. Fensterläden, habe ich ja gesagt, brauchen wir, ne? So ein paar. Das ist mir auch ein bisschen, ne? 45 Gold ist mir das auch wert, ne? Dass wir hier so ein bisschen Licht und Luft in die Butze reinkriegen. So, was soll ich jetzt noch machen? Das Haus sehen verändern. Das heißt, oh, guck mal, wir können sogar Treppen bauen. Und Balkone. Und Kamine. Eis. Nee, wo war das? Ich muss, verändern. Ich möchte das Ganze mit Holz. Was ist das hier? Altes Holz. Ich glaube, altes Holz habe ich nicht. Wir müssen normales Holz nehmen. Zack, zack. So schnell macht man hier ein kleines Haussehenhaus. Fast in Ordnung. Jetzt machen wir noch hier
den Boden rein. Damit können wir glücklich sein. Guck mal, einer, schau. Der Grundstock ist gelegt. Unser erstes kleines Häuschen. Ich mach mal kurz hier ein bisschen Fensterläden auf. Damit wir da ein bisschen Licht hier reinkriegen in die Putze. Ist ja gerade neu gebaut. Also ich bin übrigens... ich muss hier mal eigentlich... Ich klopf hier mal kurz an. Oh, ich muss sowieso sagen, Werkstatt. Dies ist eine Werkstatt. Hier könnt ihr den Namen eurer Stadt ändern, euer eigenes Banner erstellen oder neue Möbel freischalten. Geht hinein und seht selbst. Hallo, ich bin der Nachbar, der Neue. Guten Tag. Ich möchte hier mal ganz kurz gucken. Das Königreich umzubenennen, müssen wir hier hin. Aber ich will das Königreich gar nicht umbenennen. Ich finde, mein Königreich ist cool. Um neue Möbel freizuschalten. Was muss ich hier machen? What? So? Ich muss das echt... Ach, das ist aber süß hier, so ein kleines Puzzle. Das ist doch ganz süß hier, oder? Hey, neues Möbelstück freigeschaltet. Annehmen. Das ist ja mal ganz knuffig. Wenn ich das nicht alle 5 Minuten machen muss, ist das ganz cool. Um euer Banner an. Banner habe ich nicht. Ich habe auch gar keinen Banner. Leute, auf jeden Fall irgendwas grün, ne? Insider grün. Irgendwie so finde ich cool. Ach so, den Rahmen kann ich auch ändern. Auch ganz gern so ein bisschen mit Grün. Was haltet ihr denn davon? Weil das ist ja so ein bisschen was mit... Tja, so... wenn der Thomas da wäre, dann würde er sagen Pink, aber ich guck mal, was haben wir denn sonst noch für Symbole? Sag doch mal, was sollen wir denn hier nehmen? So ein heulender Wolf, so. Hintergrundfarbe lassen wir schwarz, oder? Aber da muss der Wolf da noch fahren. Oh, alles in grün. Dann machen wir hier den Hintergrund in rot, oder? Den Rahmen auch. So, komm, das wird erstmal unsere Flagge hier. Unser Banner. Lächerlich, ich banner mich weg. Mein Gott, jetzt habe ich mir wieder viel zu viel Zeit mit diesem Banner verbaselt. Okay, das ist unser Workshop.
Schon mal gut zu wissen. Kann man hier die Treppe hoch? Oh, man kann. Ach, guck mal einer. Oh. Das ist ja mal nicht verkehrt. Wa? Hier hat der Handwerker aber gefuscht. Ne? Also das hat er nicht so schön gemacht. Ich meine, das ist halt Mittelalter. Ne? Da waren sie alle nicht so. So genau, ich mache hier mal was. Ich mache nicht das Fenster auf. Na gut. Ich mache mal die Tür wieder zu, weil sonst zieht's ja. Wir haben zwei neue Aufträge. Halleluja, wir können wieder Geld verdienen. Dann schauen wir doch mal rein. Was haben wir denn hier? Zeit zum Putzen. Dieses alte Haus muss restauriert. Säubert die Wände und Böden, sammelt den herumliegenden Unrat auf und kümmert euch draußen um den Garten. Im Obergeschoss fehlen außerdem einige Möbel. So ein Unrat aufsammeln, Schmutzflecken entfernen, übergeschossen Bett aufstellen, einen Wandschrank hinstellen, alte Stämme und Bäume entfernen. Ja, ja, machen wir, ne? Finde ich immer. So, was haben wir hier? Ei, ei, Captain. Mein Herr. Man sagt, dass ihr, mein Herr, der fähigste Restaurierer seid, den unser Land je hervorgebracht hat. Ich hoffe, dass ihr nicht zu beschäftigt seid und vielleicht so gnädig wärt, mir mit meinem Anliegen zu helfen. Mein geliebter Onkel Wilfried hat mir ein kleines Eiland vermacht. Es ist nicht viel und die Insel hat ihre besten Tage hinter sich, aber es hätte an Frevel gegrenzt, hätte ich den letzten Willen meines Onkels ausgeschlagen. Ich nahm das Geschenk also an. Das Eiland ist verlassen und bis auf ein heruntergekommenes Haus und ein altes Boot gibt es dort nichts. Das Haus könnte mich kaum weniger kümmern, aber das Boot scheint verheißungsvoll. Ich würde damit gerne weit hinaus bis an den Horizont segeln, aber in seinem jetzigen Zustand bringt es mich wohl nur an den Meeresgrund. Ich hoffe, dass ihr mir meine Träume erfüllen könnt. Dass ich euren Geldölbeutel füllen kann. Na toll. PS, was immer ihr in dem Haus findet, gehört euch. Ja, ergebenst. Edmund Winslow. Oh ja, schön. Dann müssen wir Unrat wegmachen, Schmutzflecken. Wir bekommen 7000 für alle. Annehmen, Leute, annehmen. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn zuerst? Putzen wir für 3000 so ein bisschen das Haus oder machen wir hier mal das Schiff? Irgendwelche Vorschläge? Komm, wir machen das Schiff. Oder? Ja, komm. Ei, ei, Captain. Also so richtig nach dem Schiff sieht das noch nicht aus. Aber es gibt 4 Truhen zu finden. Leute. Ach, guck mal, da ist das Schiff. Auch schön hier, ne? Guck mal, die erste Truhe ist schon hier direkt ums Eck. 500 Goldstücke gefunden. Was stand da mit der Werkstatt? Ach, das ist das Häuschen hier auf der kleinen...
Ja, okay, verstehe. Also der Onkel hat dem komischen jungen Mann hier dieses kleine Eiland hier vermacht. Und auf diesem kleinen Eiland steht ein riesengroßes Haus. Ja, gut, kennt man ja, ne? Ich putze hier mal gerade ein bisschen. Ach, guck mal, das ist... der dann hier in Pfui. Dann wollen wir da mal reparieren. Einfach mal vier Beine dran gehämmert. Wie oft muss ich denn da auf den Nagel kloppen? Zweimal, okay. Das sind zwei Schlagnägel, kennt man ja. Und zack, wir haben einen Stuhl. Oh nein, wir müssen Ratten fangen. Was ist denn jetzt mit dem Stuhl? Ich kann ihn nur bewegen. Ach, muss ich den vielleicht irgendwo hin bewegen, damit ich da draufsteigen kann, damit ich irgendwo hinkomme? Nur so eine Idee. Ah, hier, der Blutfleck, der ist ein bisschen schwieriger wegzumachen. Bücher putzt man weg. Das ist Witz, Witzen. Witzen, das geht. Was kann ich denn hier sonst noch machen? Zerstören? Nee, zerstören. Zack. Das liegt ja alles im Weg. Das braucht ja keinen. Die Bretter brauche ich halt am Ende, um dann auch bei mir wieder ein bisschen was zu bauen zu können. Schrank, Bett. Schön hier mit der Kerze. Wirklich. Ach, guck mal hier. Ich hätte es ja vielleicht irgendwo ans Fenster gestellt. Einfach nur so wegen dem. Ausblick zu genießen. Das ist hier auch erledigt. Ja, komm, dann reparieren wir mal gerade das Stühlchen hier. Eins, zwei, drei, vier. Und die Nägel rennen. Wir haben ja gelernt, das sind zwei Schlagnägel. Finde ich interessant. Wir können fünf Bäume auf einmal tragen, ne? Aber so einen Nagel, da brauchen wir, müssen wir zweimal schlagen. Ich stelle den mal kurz hier hin. Ich glaube, das können wir zerstören. Damit. Aber wir können die ganzen kaputt hauen. Wir können auch den Stuhl kaputt hauen. Sollten wir hier wirklich alles zerstören oder? Ich meine, ich repariere den ganzen Kram. Kann ich den nicht einfach dann mitnehmen?
Ich frage für einen Freund. Also ich würde das als Sperrmüll nach draußen stellen und mussten wir reparieren, tatsächlich. Da fällt mir gerade auf. Wir haben noch überhaupt nicht wirklich viel von unseren Aufgaben erledigt, weil wir waren ja noch gar nicht beim Schiff. Können wir hier einfach runterspringen? Ja, können wir. Wie praktisch. Wir sind ja Helden. Oh ja, hier. Machen wir mal kurz den ganzen Kladderadatsch weg. Oh, ich bin vorsichtig. Hier sieht man schon die wunderbar animierten Wasserwellen-Simulation ist natürlich jetzt. Ja, gut. Ach du Heiland, sind hier viele Ratten unterwegs. Ist das. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es nicht so mit Nagetieren habe? Ebenso mit Insekten. Ich muss die jetzt einzeln. Schwupp. Die sind schon ganz schön fix, ne? Ah, muss ich aufsammeln. Aha. Ja, ist ja ein schönes, kleines, gemütliches Schiffchen hier, ne? Muss ich sagen. Ein paar Planken sind kaputt. Irgendwo, wo das Ruder ist. Wo ist denn das Ruder? Ah, so, jetzt muss ich mal ganz kurz genießen. Ich habe keine Ahnung, wo diese komischen Teile da hinkommen. Ach, die kommen hier hin, alles klar. Dann fehlen ja noch zwei. Ich nehme die schon mal wieder mit. Wo auch immer die hingehören. Was muss ich denn hier noch machen? Unrat sammeln. Okay, Schmutzflecken weg, entfernt. Repariert das Schiff, repariert das Ruder, repariert das Deck, fangt alle Ratten. Ja, das wird ja witzig hier. Ich putze hier mal kurz nochmal. Das auch nicht. Ach nee, stopp. Meiner Schau, man konnte einfach mehrere Sachen tragen. Gut. Schön.
es wird langsam dunkel. Genau, weil wir die rechte Hand frei haben müssen. Wir können ja nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen. Interessantes Spiel, das heißt A Plague's Tale. Das handelt auch von der einen oder anderen Ratte und ich konnte mich noch nicht dazu überwinden, das mal auf die Festplatte zu schmeißen. Okay, also hier habe ich noch mehr so komische. So, Frau, Herr von und zu Fackel, wo müssen wir denn hier noch irgendwas? Kann man hier nicht irgendwelche? Sachen machen? So. Schön den Dreck ins Holz arbeiten. Ach, ich glaube, ich weiß, wo diese Dinger hin müssen. Oh. Wir müssen es dunkel machen hier drin. Wo haben wir denn noch was, was hier? Das Schiff noch leicht defekt. So, hier sieht das schon mal ganz gut aus. Muss das ja. Ach, guck mal, hier. Da haben wir noch ein Loch. Ach du meine Güte, Captain's Log. Ja, okay, alles klar. Putzen. Pläne für die Bliede. Zu erledigen. Achse stabilisieren. Seilspannung erhöhen. Axialspannung verringern. Gut. So langsam. Hallo, Truhe. Truhen gefunden. Sehr schön. Wo ist denn das Schiff noch kaputt? Hm? Ach, wo ist denn noch das Löchlein? Oh, hier ist noch. Wo haben wir denn?
So, Schmutzflecken sind erledigt. Repariert das Schiff? Ja, würde ich gerne, aber wo? Oh. Ach, guck mal, ich kann doch so Z drücken. Sternzeit. Achso, nee, was soll ich machen? Unrat soll ich noch, ne? Da hinten lag Unrat. Unrat. Hinten lag da noch ein Tuch. Weg. Entfernt alte Stämme und Bäume. Das klingt so, als würde das noch da drüben. So, irgendwo muss da noch hier ein bisschen. Oder habe ich was übersehen? Es fehlen drei Sachen Unrat. Was zählt denn jetzt Unrat? Soll die Dinger hier zerstören? Kann ich auch nicht zerstören. Okay. Ei, wo ist denn noch der Unrat? Das letzte bisschen Unrat. Okay, keine Ahnung. Ich mach mal die Bäume weg. Das soll ich ja auch machen. Ja, Axt. Nee, Zerstörung ist das hier, okay. Dieses alte morsche Zeug. Zack, weg. Ach so, ich soll ja nur 80% mindestens Unrat finden, ne? Dann ist das ja... Ach, guck mal, schau. Es fehlt noch einmal Unrat. Und das kann natürlich auch hier am Haus sein. Auf den ersten Blick sehe ich jetzt nicht mehr nach oben. Der UNRWA. Ah, hier. Jetzt haben wir alles erfüllt. Wir haben alle Truhen gefunden. Sehr schön.
Triple, Entschuldigung, ich war hier so gerade an das, in das Schiff versunken. Da habe ich deine Nachricht gar nicht gelesen. Entschuldigung. Musik zu laut. Geklimper nervt dadurch irgendwann. Ja, alles klar. Pass auf. Ich guck mal. Optionen. Sound. Ich mache mal die Musik auf 90. Hier auf 85 und die Effekte auf 45. 40. So. Und dann habe ich den generell alles noch mal ein bisschen leiser gemacht. Das könnte ja dann jetzt schon mal besser sein. Oh, wir haben schon wieder zwei Aufträge neu hier. Eine wertvolle Lektion. Ich muss meinem Nachbarn eine Lektion erteilen. Ja, kennt man ja. Mein Nachbar ist reich genug, um sich eine eigene Kutsche, Werkzeug und so weiter leisten zu können. Abgesehen davon leiht er sich ständig meine Sachen und vergisst manchmal sogar, mir meine Besitztümer zurückzugeben. Schlimmer noch, manchmal bekomme ich sie kaputt zurück. Ich denke, jeder von uns kennt so jemanden. Ich brauche jemanden, der diesem Schuft eine Lektion erteilt. Und dafür muss man kein Gelehrter sein. Ihr müsstet nur einige seiner Sachen kaputt machen. Das wird ihm lehren, wie es ist, wenn jemand seine Sachen kaputt macht. Der Auftrag ist wirklich einfach. Außer sonntags ist Robert bis spät abends außer Haus. Dieser Auftrag sollte euch also keine Schwierigkeit bereiten. Beschädigte Gegenstände. 120, na toll. Ja, ja, klar, machen wir. Wir sind ja so ein kleiner Vandale. Okay, dann mach ich den mal wieder hoch. Also Mittelaltermusik finde ich eigentlich auch echt gut, aber das hier, ja, ich, es läuft halt hin, bau ein neues Haus, helft uns außerhalb der Stadt ein kleines Haus zu bauen. Ihr erhaltet selbstverständlich alle benötigten Materialien, alle Bezahlung für eure Mühen, ja, wunderbar. Fundament legen, 14, oh Mann, das wird schon ein richtig großes Haus, ne, eine Tür, Dächer, das Aussehen des Hauses ändern, Unrat weg, entfernt alte Stämme und Bäume, zerstört den Wagen. Ich muss mal gerade kurz hier in mein Haus gucken. Ach, guck mal. Schön. Cool. Was machen wir denn jetzt hier? Wir könnten Sachen kaputt hauen. Wir könnten irgendwas putzen. Kriegen wir überall 3000 für, ne? Was machen wir denn? Komm, wir machen hier zerstören. Kriegt er erstmal eine ordentliche Lektion erteilt. Kleine Abreibung. Schön. Es gibt zwei Truhen zu finden. Ja, dann. Fangen wir doch mal mit dieser Truhengeschichte. Das soll Gegenstände beschädigen. Ich ja zerstören machen, ne? Wow. Weg mit dem Brunnen. Wer braucht schon einen Brunnen? Fort. Hier, Blumenkübel, weg. Ordentlich Randale hier. Randale. Bambule machen hier. Weg. Hier, Blumen. Blumen schön mit Bank. Weg. Dafür, dass der nur so ein bisschen geliehenes Werkzeug nicht zurückgegeben hat. Oh, machen wir fort mit dem. Machen wir mal ordentlich hier Radau hier, wa? Achso, wir müssen nur noch zwei Truhen finden. Wir könnten das Stroh irgendwie woanders. Na gut, okay. Eine Truhe wäre, dann wäre ich in irgendeiner Ecke. Wo wir gerade dabei sind, weg.
Hier, komm. Schrank, weg. Ich guck mal kurz, was haben wir denn hier unten noch? Außer. Na gut, nur Stroh. Stroh macht den Herren froh. Komm, Tür auf. Ja, ganz ehrlich. Hallo, so eine Schüssel. Weg. Stühle. Weg. Der Mann muss hier nicht sitzen. Komm, weg. Der kann sich alles neu kaufen. Oh, vielleicht kauft er die ganzen Sachen bei uns neu. Die bei uns in Auftrag. Weg. Weg. Hier wird mal richtig ordentlich fegen. Brauchst du nicht mehr. Du hast ja auch nichts mehr hier zum Fegen. Zack. Wenn jemand eine Truhe sieht, dann sagt er mir bitte Bescheid. Oh. Bett. Bett weg. Kann ich nicht direkt so ein komplettes Haus zerlegen? Natürlich. Jetzt habe ich mir erstmal das. Ich habe mir mal die Tür zugemacht. Ich mache die mal wieder auf. Ich habe ja gedacht, nur weiß so ein paar geliehene Werkzeuge und wir zerlegen mal dem jetzt, ne? Das komplette Haus. Echt dunkles, dunkles, finsteres Mittelalter. Da braucht man keine hübschen Blumenkästen. Weg damit. Spart ihm auch den Gärtner. Ne? Also er braucht jetzt niemanden mehr, der sich hier um die Blümchen kümmert. Die Axt im Walde wütig hier. Achso, hat schon mal jemand irgendwo eine Truhe gesehen? Nee, ne? Wir haben jetzt erst die Hälfte der Gegenstände zerstört. Also liebe Leute, macht das bitte nicht, ne? Wenn sich irgendjemand bei euch was leiht und nicht zurückgibt, dann geht ich da zu dem nach Hause und zerlegt da mal die komplette Einrichtung. Komm, Brett weg. Interessanterweise, wenn man auf kleine Becher schlägt, splittern die genauso wie große Schränke. Oh, es wird dunkel. Kommt der gleich nach Hause, der Typ? Das wäre natürlich ungünstig. Ist dann die Mission gescheitert? Dann, das ist ja mal hier spannend, wa? Kann man hier irgendwie mal Licht machen? Außer ich mach die Fackel an, ne? Wir sollen ja hier mal ein bisschen aufräumen. Hinterlassen wir eigentlich auch einen Brief, damit der weiß, was Sache ist? Oder ist das hier einfach nur der kleine Vandalismus? Gesagt, dass ich Truhen suche.
Schön. Machen wir das Scheißhaus mal kaputt hier. Weg damit. Handtücher. Fort. Kann man die anzünden? Na okay, vielleicht nicht. So 10 Sachen sollen wir noch zerstören. Aber wo? Zerstören hier, ne? Teppich, weg damit. Truhen brauche ich auch noch irgendwie, ne? Fällt mir noch so ein. Ah, guck mal hier. Weg damit. Andererseits, wir brauchen ja gar kein Licht mehr hier, ne? Kann man ja auch mal wegmachen. Hatten wir nicht oben auch noch irgendwo Kerzen? Ich dachte, ich hätte irgendwo noch Kerzenständer an. Es ist sogar richtig dunkel geworden. Alter Verwalter. Ich habe eine Spur gefunden. Nett. Der Werkstatt wurde ein Gegenstand hinzugefügt. Also jetzt ist das finstere Mittelalter wirklich finster. Eieieiei. Wo ist denn der Ausgang? Da ist der Ausgang. Kann man hier irgendwann mal Licht machen? Schön aus hier, ne? Dem Mondlicht. Soll noch irgendwelche Gegenstände. 6 Gegenstände soll ich noch kaputt machen. Na toll. Das im Dunkeln. Oh, was ist das? Rot. Gut, Celerista Racing. Ich grüße dich, hi.
Nee, irgendwie ist es alle ein bisschen schwierig. Ich bin auch morgen wieder am Ringen, weil wir gerade den Umbau vorantreiben. Wobei, lass mal gucken. Wir könnten auch mal uns überlegen, ob wir gleich noch kurz ein bisschen was schnacken. Ich finde es gerade sehr, sehr aufwendig, mühselig hier. Wahrscheinlich jetzt habe ich... Also komm, machen wir das Ding auch kaputt hier. Zack. 116. Noch 4 Sachen muss ich kaputt machen. Gerade noch AOE. Sachen müssen wir noch kaputt machen. Wo sind denn die 4? Und wir müssen noch eine Truhe finden. Boah, ist das finster, das Mittelalter. Könnten wir... Ne, können wir nicht. Ne? Wir können die Helligkeit leider nicht hoch machen. Ne? Ach, schön. Machen wir den Kamin hier an, oder? Und dann können wir ja, wo wir gerade da sind, das hier mal kurz klein schlagen. Und schon ist es wieder dunkel. So, schön. Dann haben wir... Hätten hier sogar noch mehr gehabt zum Kaputtschlagen. Schön, schön, schön. Ich vermute, dass hier irgendwo eine Truhe... Da. Schön. Zurück zum Haus. Verlassen. Ach, schön. Und der 90-Millionen-Euro-Jackpot ist geknackt. Der Gewinner kommt aus Hessen. Gut. Werdet ein mächtiger Mann. Willkommen. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Mein Besitz vergrößert sich ständig und immer mehr Bauern kommen her. Ich möchte, dass ihr für einen potenziellen Bewohner eine neue Hütte baut und anschließend vermietet. Im Übrigen weiß ich, dass ihr auch ein Stück Land erhalten habt. Könnt auf eurem eigenen Land also ähnlich geschäftlich tätig werden. Glaubt mir, es gibt keine bessere Art, Geld zu verdienen. Respektvoll, Edelmann Maciek von Prudnik. Okay. Ja, Aufträge nehmen wir mal richtig viele an. Triple, ja, ich bin's leider auch nicht. Leider. So, Werkstatt, ach, hier waren das, ne, war das ja neue Möbel. Ja, komm, dann machen wir das mal gerade hier, ne, kleine Puzzle. Small Cabin. Schwupp, 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 zupp, zupp. Und wir haben noch ein Möbelstück, was wir einschalten können. So. So. Ach, guck
Was wird jetzt schon größer? Nett. Also müssen wir länger puzzeln. Oder nicht? Was ist denn jetzt hier dran falsch? Was wrong? Oder ist es ein Bug? Kann ja auch sein, ne? Oder muss es ganz, ganz genau sein? Das weiß man ja auch nicht, ne? Ah, jetzt hat's geklappt. Sehr schön. Annehmen. Und ich gucke noch mal gerade hier in meinen Talentbaum. Ich habe 3 Punkte zu vergeben. Ja, dann machen wir das so, ne? Was ist das hier? Halte 10% mehr Münzen nach Zerstörung zurück. Gut. 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 Also ich muss sagen, so für das für den Anfang finde ich es nicht verkehrt. Hier müssen wir dann Haus bauen, hier ein Haus bauen, hier müssen wir was putzen. Bin mal gespannt, wann wir denn dann wieder uns an unser Eigenheim machen. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in einer anderen Folge. Bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne Zeit. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Mardiot, schwingt den Hut, bleibt anständig.